Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht! ein kleiner Werbeblock vorweg. Am 28.11. bin ich in Dresden im Boulevardtheater. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich komme gern dahin. Ja, ich weiß, ich habe da eine große Fanbase. Obacht frisch gestrichen heißt das neue Programm. So, jetzt aber zu meiner Dienstagsaufgabe. Es gibt so kleine, so kurze, schnelle Peter Herbst. Und da halten sich zwei Freundinnen und sagt ja eine zur anderen, du sag mal, jetzt wo wir unter uns sind, rasierst du dich ohne? Dann sagt die, du, wir haben ohne gar kein Bad. Rasierst du dich ohne? Du, wir haben ohne gar kein Bad. Dann muss ich eins sagen, Franziska, die hat auch wieder eingeschrieben. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Franziska da mit dem Rodeo-Reiter echt einen rausgehämmert hat. Da kamen plötzlich Frau und schreibe Witze. Franziska hat jetzt auch wieder eingeschrieben. Mittel in der Nacht klingelt's und als der Rigobert an die Haustür kommt, steht ein wildfremder Mann vor der Tür und sagt, könnte sie mich bitte anschieben? Und er natürlich hilfsbereit, wie er ist, geht an den Garderob, holt den Mantel, geht an die Tür raus und ruft, hallo, wo sind Sie denn mit Ihrem Auto? Da ruft er aus dem Garten, ich sitze auf der Schaukel. Können Sie mich anschieben? Ich sitze auf der Schaukel. Ja, Franziska Kleiber hat ein paar Mädels motiviert, dass sie Material nachschieben. Wobei, es kommt so ein typischer Männerwitz-Zwischerei von Bernd das Brot, sagt der Rigobert. Ich hatte schon immer etwas gegen's Heiraten, aber ich mochte schon immer scheiden. Den habe ich gestern meiner Physiotherapeutin erzählt, die hat erst nicht kapiert. Heiraten mochte ich noch nie, aber ich mochte schon immer scheiden. Und motiviert wahrscheinlich durch Franziska hat Sabine Kalchthaler ein wunderschönes geschrieben. Bernhard ist am FKK-Strand und wird in sein bestes Stück gestochen. Und er rennt zum Strandkorb und holt so einen Becher Buttermilch, reißt ihn auf und hängt ihn rein. Und gegenüber sitzen zwei Blondinen und gucken ganz verwundert an und sagt er, habt ihr noch nie einen nackten Mann gesehen? Da sagt die eine doch schon, aber wir haben noch nie gesehen, wie er nachgeladen wird. Ich kämpfe noch ein bisschen mit meinem, irgendwelche Helden habe ich schon, ich habe Corona, ich teste mich regelmäßig und, also ganz weit weg, also ich habe noch nie gesehen, wie er nachgeladen wird. Jungs, beim Nachladen, Meisterling, an Tisch 17 bitte nachladen. Und Harry an Tisch 17, die 69. Warum willst du jetzt Ende knusprig mit Sojasauce? So, jetzt ist gut für heute. Ich wünsche euch nur das Allerbeste.
viele, dann gibt es welche, die sagen, warum zieht der Olli die Nase hoch? Also ich habe mal gelernt, dass es viel gesünder ist, wenn man das anders Thema. Oh je, da hat er viele Sachen holen. Denke ich eklig. Vergesst. Das Allerwichtigste ist eh, niemals so Humor verlieren. Und vorher gesund bleiben, gesund werden. Denn sonst wird es wieder ernst und genau so ist. Und am anderen Ende war der Olli. Und ich habe noch, da fallen, komm mal, hey, komm, ein so ein schneller. Genau, der Heavy Metal Rocker. Und er halte sich zwei Segler. Sagt der eine zum anderen, du sag mal, der Rigobert, der hat doch die Frau geheiratet, die er aus dem Wasser gerettet hat. Sind die denn glücklich geworden? Da sagt er, nein, der Rigobert ist seither wasserscheu. Sind die glücklich geworden? Nein, der Rigobert ist seither wasserscheu.